Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks Blitz, Folge 89. Suchort 1, ich fahre mit Finn KL 2001 im Zug, er mit seinem Panther 2, mein Beileid an dieser Stelle. Wir sind in ein Tier 9 Gefecht reingeschlittert, Gegner hat E75 und ein IS-8, also verspricht ein harter Kampf zu werden. Ihr kennt ja meinen Optimismus, wahrscheinlich werden wir 0 zu 8 verlieren. Aber man soll ja den Tag nicht vom Elternabend loben. Was in diesem Kontext so viel heißen soll, wie wir werden sehen. Trotzdem, ich habe da nicht sehr viel Optimismus, weil E75, IS-8, dann noch T49. Nee, gut, da hinten haben wir IS-8, der schon das Maul kriegt. Oh, sehr schön. Vielleicht. Lass den Baum stehen. Jetzt Geschütz rum. Aber wir haben schon mal die IS-8 ausgeschaltet und das ist wirklich ganz vorzüglich. Ich traue mich dann nie zu schießen, weil ich denke, ich könnte fehlen. Ey, komm. Wenn du schon dabei bist, dann hättest du auch wenigstens ketten können. Aber nö, dann schafft man nicht mal das. Und dafür haut man eine Granate des Kalibers 122 mm raus. Nur damit die fucking Kette beschädigt wird. Das ist so traurig. So eine Verschwendung, ne? Oh, fuck. Wieso bemerke ich das jetzt erst? Ah, Atomsteuerung kaputt. Sehr schön. Die brauchst du auch nicht, mein Kleiner. Die brauchst du jetzt gerade nicht. Ja. Und zack. Sehr schön. Nein, Finn, nein! Ich Penner, ich verpasse es. Hilfe! Yes. Wir gehen um. Ja. Ich komme, ich helfe dir. Ich komme. Nein! Du roter Penner. Ich komm da jetzt hin und leg dich um, ne? Ah, das gucke ich mir nach einer Aufnahme so mal selbst an. Ich meine, hatte, finde ich, noch irgendwie was um 300 übrig? Na, super ist es nicht. Wäre super gewesen, hätte ich dich retten können. Da siehst du ja, dass der T-44 da 300 Schaden macht, während der Panther nur 180 pro Schuss raushaut, was irgendwie ein bisschen traurig ist. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Das werde ich nachher nochmal nachprüfen, aber es würde so ins Muster passen. Der Panther 2 wäre wirklich ein Panzer, der einen Buff verdient. Ihr merkt schon, ich falle wieder in dieses hier Rumschimpfen bei Wargaming ab. Turmsteuerung weg. Sehr scheiße. Nix da. Ja, jetzt hat sie mich im Visier. Sehr schön. Ah, nee, jetzt ist sie weggefahren. Das heißt, ich kann wieder vorrücken. Ich wage mal die Prognose aufzustellen, dass das ein Sieg werden wird. Ich meine, es ist World of Tanks, also. Mich überrascht die gar nichts mehr. Aber ich denke, dass wir dürfen doch nach Hause fahren, den Sieg. Natürlich gerade erst, wenn ich um die Ecke komme. Aber egal, wir haben gewonnen. Ich habe einen Abschuss. Finn ist leider tot, wo ich mich doch ärgere. Danke, kriegst du zurück. Wo ist er? Da. Effektiver Spieler. Apropos Auszeichnung, dieses hier loben und so weiter. Da fällt mir ein. Ich hatte das vorhin wieder, da war. Ja, genau, da hatte mich ein T54, ich war ein STB1, also ein Zehner, hat er mich als in Anführungszeichen Big Noob beschimpft. Durchschnittlicher Schaden, also nicht der Schaden auf dem T54, den er im Gefecht gemacht hat, sondern der durchschnittliche Schaden. Der durchschnittliche Schaden, den er in allen Gefechten macht, ist 300. Und der fährt einen Neuner. Und nennt mich Noob. Ich meine, ich. Ach, sieh einer an. Stimmt, der war. Ja, hier, der Pershing, der war.
vorher mal hier bei mir im Clan drin, bei Wolf 8 mit drin. Aber ich habe da auch mit dem SDB1 auch keine überragende Leistung abgespielt. Also, aber der hat 200 Schaden in dem Gefecht gemacht. Mit dem D54 einen mittleren Schaden von 300. Und das, obwohl er 9er fährt. Und trotzdem nennt er mich ein Noob. Also da habe ich echt Bauklötze gestaunt. Genau, in einem anderen Gefecht auf Kastilien, da wollte ich hier gerade mit der Su-101 auf diesen Hügel rauffahren, um mal mit dem Scharfschütze zu spielen. Was macht unsere Bataillon 25 TAP? Stellt sich neben mich und blockiert mich. Die ganze Zeit, das ganze Gefecht über, die mich blockiert. Und mich zum Ende hin und die anderen nur ausgelacht. Als ich und zwei andere ihren Report angedroht haben. Da habe ich nicht Bauklötze gestaunt, da hab ich Bauklötze gekotzt. Ich weiß nicht, was so ein widerliches Verhalten bezwecken soll. Es ist einfach nur sowas von unsportlich. Es gibt dann ja auch diese seltenen Momente in WoT, in denen man so einen Spieler trifft, mit dem man sich anfreundet, so ein bisschen ungefähr, mit dem man ganz nett schreibt und dem man sich dann hilft und so. Aber die Momente sind dann leider doch eher selten. Diese ganzen Bastarde mit ihrem Scheißverhalten, die überwiegen dann auch leider. Fahrpanther 2, fahr! Oh, wir haben abgeschossen. Ein. Ach, die AMX 50 von 100. Sehr schön. Und der. Sehr schön. Der T-34 ist gleich auch Geschichte. Und sieht immer einen anderen. M103 da hinten. Zack, Durchschlag 405 Schaden, sehr schön. MO3 zieht sich zurück, ich kann es ihm nicht verübeln. Wir haben inzwischen punktemäßig die Führung übernommen. Ganz so, wie es sein soll. Und aktuell herrscht es hier ein Sitzkrieg. Keiner hat Bock, irgendwie vorzurücken und jeder wartet nur darauf, dass irgendeiner das Gegnerteam so dumm genug ist. Und auch nur ein Zentimeter von der Kommandantenluke gezeigt und sofort wird aus allen Rohren auf den geschossen. Oh, ein Ru. Zum Beispiel ihn hier. Und man sieht sofort, er ist auf 448 Leben runter. Aha. Oh, ich hab seit neuestem so diesen. Sehr schön. Diesen Bug wirklich, dass auch, wenn man nicht im Zielfernrohrmodus ist, dass trotzdem die Farbmarkierung zu sehen ist. Das ist, ich meine, kann an sich nur nützlich sein, aber ich bin das total, ich bin das nicht gewohnt, dass man dann auch aus der normalen Sicht heraus die Farbmarkierung sieht. Und mich regt sowas dann schon fast auf, weil ich das eben nicht gewohnt bin. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das bei euch auch so ist oder ob das bei mir ein Einzelfall ist. Ansonsten würde ich dann nämlich gleich mal ein Ticket an Wargaming schreiben und die darauf hinweisen, dass das Spiel da nicht das macht, was es machen soll. Ach komm schon. Die 40 Schaden mehr soll ich jetzt auch tun können. Aber Finn holt ihn sich. Sehr schön. Der Ruhe ist auch Geschichte. Jetzt vorwärts zum VK. Lohnt sich das eigentlich, dahin zu fahren? Die Su prallt ab. Das kleine Geschütz drin, oder? Hey. Ach nee, nee, nee. Ach, das ist ein VK 4502B, natürlich. Sehr schön, der Rheinmetall kümmert sich drum. Ich hatte gerade ganz kurz an den VK 4503 gedacht, diesen 7er schweren Panzer der Deutschen. Ach, wir haben gewonnen. Sehr schön. Der irgendwie so genau gar nicht schwer ist. Der nur ein genaues Geschütz hat und, ja. Sieht gefährlich aus, ist es aber nicht. Alter, drei Lobe. Was ist da los? Oh, stimmt. Ja, er kriegt auch ein Lob. Der Pershing. Bitte schön. So. Da, 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 da. Durchscrollen, durchscrollen. T7K. Ich habe einmal wieder Bock auf das T7K. Wahrscheinlich kommen wir gleich in ein Tier 3-Gefecht und wir werden es bitter bereuen.
Aber vielleicht haben wir auch Glück. 7, 8. Ah, T3. Scheiße. Okay, ein Zug im Gegnerteam. Darunter ein Deutscher aus dem Clan Krupp. Dann drei Player, also von denen darf man jetzt nicht um die geschlossene Aktion erwarten. Denke ich. Man kann sich immer noch täuschen, aber meistens trifft diese Prognose zu. Dann Marder 2. T15. Ach, das ist der Krupp-Spieler. Und dieser blöde T15, der ist dann selbst gegen T7K. Ich mein, der T15 ist ja wirklich nur sehr leicht gepanzert. Ist nur schnell, hat scheiß Durchschlag und scheiß Panzerung. Aber gegen ein T7K ist selbst der ein kleiner Bunker. Zumindest frontal. Seitlich und hinten sieht das natürlich wieder anders aus. Ach, guck an. Ein T26 da vorne im Anmarsch. Oh, sehr schöner Schuss, BT7-AT. Sehr schöner Schuss. Ich traue mich nicht hier vorzufahren. Die stehen da hinten alle und wenn ich dann vorfahre, dann. Naja, was soll's. Also, das T7 macht schon vor. Ja, Quatsch, die BT7-Artillerie. Aha, da ist der UE57. Ich bin aufgeklärt. Okay. UE57. Der wäre erledigt. Der hätte es noch der Mar Fuck. Das hätte man vermeiden können. Vielleicht flankiere ich mal. Wobei. Nee. Also hier ist so eine Situation, wo egal was er macht, die Entscheidung ist bestimmt falsch. Finn nimmt den Marder raus, sehr schön, aber er ist auch schon. Er hat sogar noch weniger Leben als ich. Ich kann es nämlich vergessen, den D2 anzugreifen. Und der T15 lebt immer noch. Um Gottes Willen. Das ist ein M2. Liked, verdammt. Betonung auf Liked. Wieso komme ich da nicht durch? Ist das traurig, ey. Lass Finn in Ruhe. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Jetzt der D2. Vielleicht komme ich hinten durch. Und wenn, kann ich immer noch das Magazin reinladen. Erhöht die Trefferquote. Geht da was? Ja, da geht was. Ich hoffe, mir wird abgeprallt. Da ist voll was durchgegangen. Wer hat denn sonst den Motor so gut beschädigt? Nein. Jawohl. Sehr schön. Drei Abschüsse. Erkenne ich mit Freuden. Klasse 2. Ja, Finn, du warst ein effektiver Spieler, ganz eindeutig. Sehr schöne Runde. 85, das sind nur 10 Fehlschüsse. Und jetzt wieder mein STB1, in dem ich vorhin wirklich fast die ganze Zeit verloren habe. Ihr könnt es euch nochmal angucken. Niederlage, Niederlage, Niederlage. Es war schlimm. Es war wirklich so schlimm. Letztlich waren das, glaube ich, noch nicht mal in der Gesamtzahl noch nicht mal so viele Niederlagen, aber es hat sich einfach wirklich wie. Oh, es war schlimm. Man hat gespielt und gespielt und man ist immer nur zusammengeschossen worden. Was mich dann am Ende ganz besonders getriggert hat, war, dass ich dann am Ende zweimal an einem Objekt 140 mit 300 Leben, also das Objekt hatte 300 Leben, abgeprallt bin. Und das hat auch noch Panzer gekriegt. Das war schon ein bisschen scheiße. Naja, okay, wir haben hier oben die Überhand. Zumindest auf dem Papier. Ich nehme an, der T-54 fährt runter. Trotzdem, kein Risiko. Ich glaube, erstmal hier vorne stehen.
Ich habe das schon oft genug gesagt. Ich liebe den STB-1. Es ist ein geiler Panzer. Genaues Geschütz. Guter Schaden. Durchschlag für die meisten Panzer. Für die meisten Panzer gut, ausreichend, ja, aber das bringt mir nichts. Wenn hier gleich zwei auf einmal ankommen. Oh, Hilfe! Jag mich hier nicht hoch. Meine Kette kannst du haben. Oh Gott, warum habe ich immer so viel Pech? Woher sollte ich ahnen? Scheiße. Jetzt mal ehrlich. Hättet ihr erwartet, dass vier verdammte schwere Panzer hier zu einem mittleren hochfahren? Nee, noch besser. Alle schweren sind hoch und der eine mittlere ist runter. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was zum Geil macht der RV da? Schöner Schluss, Finn. Warum? Ich verstehe das nicht. Warum machen die sowas? Sehr schön. Kacke. Oh, E50, du spielst mit dem Feuer. Du spielst. Aber wenn sie die. Den Todesstern rausnehmen kann. Okay, das ist wichtiger. Jetzt, weil der beschimpft uns als Idioten. Der Typ, der mit dem Todesstern an der vorderster Front steht. Sorry, aber das ist doch ein schlechter Witz. Nice, nice gemacht, Waffenträger. Nice. Jetzt schnell rückwärts weg da. Aber der Waffenträger, der leistet echt einen tollen Job. Der macht das gut. Wer fehlt danach noch? Ach ja, der OP8, der hinten noch irgendwo. Da ist er. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Schönes Ding. Halt's Maul. Alter, was für ein Dummkopf ist das? Jo, Finn haut richtig raus. Finn haut richtig raus. Schönes Ding, soll die Maus rausnehmen. Junge, ich sag's dir nochmal, halt die Klappe. Bring dein IQ über dein Alter. Schade. Oh fuck, Maul, Jan 100 weg da. Ach Quatsch, ich 50. Der kriegt so einen dicken Report von mir. Der kriegt so einen dicken Report von mir. Nee, ich mach einfach Screenshots davon. Ach fuck, zu spät. Sehr schön. Lösche ich eben Screenshot, das passt. Na, wobei, lieber nicht. Sonst stürzt doch die Aufnahme ab. Trotzdem, der kriegt so einen dicken Report von mir. Nice. Sehr schöne Leistung von Finn. War eine wirklich tolle Leistung. Was er von unserem FV-Autisten nicht gerade sagen kann. Du kriegst auf jeden Fall ein dickes, dickes Lob. Und du kriegst eine dicke, dicke Verwarnung. Versager. Und das gegen einen 62-prozentigen Siegratenspieler. Respekt. Schönes Ding. Gefällt mir. Gut, dann beende ich die Folge jetzt mal hier. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder mit World of Tanks Blitz. Und bis dahin, euer Grauschleif von Mekralle.